Servus meine Imkerfreunde, Viecher, Dattnebe, Stockmeißel und ein bisschen für die Angstmenschen unter euch, so wie mich. Schutzkleidung, jetzt geht's auf zum Imkern. Was ist an dem Bild komisch? Ich denke mal, dass das da so nicht hinkommt, ne? So, dann nehmen wir mal einen neuen Kasten und dann fangen wir mal das Arbeiten an. Ja, grüß euch. Wie ihr gesehen habt, der erste Schwarm ist schon von dannen gezogen. Das liegt daran, dass man keine Zeit hat. Und eigentlich hätte ich schon vor 3 Tagen nachschauen müssen, aber das ist halt ja so. Aber das wissen wir ja schon mittlerweile. So, was machen wir heute? Heute hängt man die Bienen um. Und zwar habe ich vor 2 Tagen alle nochmal nachgefräst, der Rand ist jetzt weg, der Aufhiebelkante. Das war Aufwand, das Zeug wegzufahren, herzufahren, reinzuschlichten. Vor allem der, was das macht, der kann es nicht mehr machen momentan. Hier seine Bandscheiben, darf er nichts mehr heben und nicht mehr nach höheren streben. So, das heißt, ich habe das alleine gemacht und oh ja, dann ist das halt alles nicht so, wie sagt man, so schnell von der Hand zu machen. Dann schieben wir das einmal rüber. Und bei der Gelegenheit werden wir vielleicht gleich aufsetzen. Das werden wir jetzt gleich sehen. So, wo ist das Hot Stone? Ich hätte natürlich jetzt meinen fahrbaren Tisch wieder herholen können. So. Dann schauen wir mal, wie das so vonstatten geht. Ja, ich habe die deswegen reingeschüttelt, dass ich die Königin nicht erwische. Da ist sie. Und dann können wir schöner hantieren.
So, mein letzter Kasten zum Umhängen. Ja. Dann mache ich morgen erst wieder weiter. Weil ich muss auch. Naja, keine Zeit, wie immer. Wollte eigentlich schon seit einer Dreiviertelstunde weg sein. Aber den machen wir noch. Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Fürs Erweitern kann man nicht meckern. Ich weiß jetzt nicht, warum der Schwarm raus ist, aber das ist halt so. Oder wo er herkommt. Also bis jetzt habe ich noch keine Weißelzahn entdeckt. Erweitern, weil eben auf den daneben waren sehr viel Pollen und Brut drauf und die Pollen wollte ich jetzt nicht unten drin lassen und deswegen habe ich das Ganze mal weg. Wie immer an der Stelle die Ameisen, aber ihr könnt da, wenn ihr mal selber dran denkt, Backpulver, dann habt ihr das Problem nicht wie ich. Und wie ihr da schon da seht, das ist nicht so brisant zum Erweitern. Wir haben ja erst vor einer Woche reingeschaut. Und wenn man ein wenig Glück hat, dann findet man die Königin auch. Aber das ist auch immer so ein Ding, wo ich euch das immer nicht so gern zeige. Weil wenn sie wegfliegt, dann hast du eben ein Problem. Und auf der Wabe hat sie eigentlich nichts verloren. So, und jetzt finde ich es auch nicht. Ach Leute, hoffentlich ist sie jetzt nicht davon geflogen. Ne, da unten ist sie. Da. Die guckt nämlich so alleine rum und das ist eigentlich so zum Zeigen schlecht. So, die wollte ich eigentlich weghängen und jetzt muss man die ganz zärtlich dazwischen hängen. So, kleines Schlussstatement, ich weiß jetzt nicht, wie lange das der Film dauert. So lange wird er nicht dauern. Also wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir wollten noch nach den einen Schwarm schauen. Warum der auch immer abgehauen ist, ist mir unverständlich. Bei den schwachen Kästen, ihr seht es ja selber, ich habe einfach keine Rapsfelder in der Gegend. Und ohne Rapsfelder habt ihr natürlich auch nicht diesen Ertrag, wie wenn ihr ein Rapsfeld nebendran stehen habt. Ist halt leider so. Und damit müssen wir halt dieses Jahr zurechtkommen. So, ich habe den Kasten wieder hintergeschoben dazwischen. Die bilden jetzt da so eine Straße. Ich kann das jetzt weiter nicht verfolgen, das machen wir morgen. Dann hat sich da so eine Traube gebildet und habe ein paar Klötzler reingeschoben. Jetzt müssen sie sich da halt einarbeiten. Und dann schauen wir mal, was wir da so machen. Wir müssen ja die unten auch noch austauschen. Und sagen wir mal, wird ein interessanter Film. Bis dann, bleibt dran, Servus.